Moin aus Hamburg. Ich bin zurück. So endet sie die Wechselzonentour, die mich 3 Wochenenden durch tolle Triathlon-Geschichten geführt hat. Es ging los mit dem Ironman in Frankfurt, mit der Challenge in Rot und gestern war es was ganz anderes, was viel, viel kleineres. Ich war beim Hallig-Triathlon an der Nordseeküste. Ich muss jetzt noch so ein bisschen die letzten Sachen hier ausräumen. 3 von 5 Rädern, die ich transportiert habe, sind noch drin hier. Ja, ein etwas anders gearteter Triathlon. Nennt man das überhaupt Triathlon oder wäre das schon ein Pentathlon? Es ging los mit 10 Kilometern Radfahren vom Sportplatz in Langenhorn in Schleswig-Holstein an den Deich. Von dort dann 5 Kilometer Laufen raus auf die Hamburger Hallig, links und rechts Schafe, Schafe und Schafe. Und wo das Land dann aufhört, da geht es in die Nordsee für 400 Meter und dann läuft man zurück die 5 Kilometer, um dann nochmal 10 Kilometer ins Ziel zu fahren. Das Ganze mit Einzelstarts, gut 100 Teilnehmer. Ich glaube, es waren tatsächlich 100 Starter, 99 Finisher. Ich habe auch gefinisht. Es war zwar ja, etwas abenteuerlich, denn ja, die, die mich schon länger kennen, die werden jetzt lachen. Ich habe einen Platten gehabt nach 2 Kilometern. Irgendeine blöde Metallscherbe, Splitter, irgendwas so, ja, sah aus wie so eine abgebrochene Messerspitze fast, steckte mir im Reifen. Da war dann auch der moderne Schlauch, der doppelt so teuer war wie das Startgeld, ja, der war dann auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Tubeless mir geholfen hätte, aber ich sag euch, ich werde umsteigen auf Tubeless. Nach meinem Urlaub lege ich da mal los und werde mich mal schlau machen, was man da tun muss. So war es gestern ganz lustig. Naja, ganz lustig. Am Ende war es lustig. Am Ende haben wir alle gelacht. Ich bin das Rennen mit einem Dauergrinsen weitergefahren. Ich hatte Startnummer 11. Das heißt, alle anderen kamen natürlich vorbei. Irgendwann kam mein Sohn, der jetzt dazu verdonnert ist, die Kamera zu halten, vorbei. Und grinst mich noch blöd an und sagt, hast einen Platten und will noch einen blöden Spruch machen und rauscht geradeaus in den Straßengraben. Ja, also stellt sich noch einmal quer auf der Straße und ja, da war das Rad nicht mehr zu halten und ich sehe meinen Sohn mit meinem alten Rad kopfüber in den Graben stürzen. Sag noch zu den beiden Feuerwehrmännern, ich muss dahin, das ist mein Sohn. Die fingen dann auch an zu lachen. Ja, und dann habe ich ihn aus dem Graben gezogen, angeschoben, was ich meine, ich hätte tun sollen. Es ging ihm gut, das Fahrrad war heile, er war heile. Und dann hatte er die Zielscheibe auf dem Rücken, aber ich habe das nicht mehr gesehen. Ja, das war die familieninterne Wachablösung gestern. Das ist jetzt Zeit, die Laufschuhe an den Nagel zu hängen. Nein, das werde ich natürlich nicht tun. Aber was ich gestern gelernt habe, Training lohnt sich. Und wenn man nicht trainiert, dann endet das so, wie es bei mir geendet ist. Ich habe eigentlich gedacht beim Laufen, ich bin schnell. Und wenn ich dann auf die Uhr geguckt habe, bin ich nicht so richtig unter einem 5-Minuten-Pace gekommen. Also das war ganz schön anstrengend und Form ist was anderes. Von daher, alle, die schneller waren, haben es verdient. Ich glaube, es waren 58 Leute schneller als ich von 100, so roundabout, ja. Nils war schneller, Jule war schneller, mein Kleiner war schneller, es war noch einer von Power & Pace da, der war schneller, ja, es waren alle schneller. Daniel Unger war am Start, der war viel schneller, der ist auf meinem alten Straßenrad gefahren, war trotzdem viel, viel schneller, glaube ich, als ich auf dem Aerorad. Also, ich werde wieder trainieren, aber jetzt mache ich erstmal Urlaub. Heute bin ich noch bei einem anderen, wieder größeren Event, ich bin beim Hamburg World Triathlon und schau mir die Elite-Rennen an, aber das werde ich ganz gemütlich aus der Plauderecke machen. Die Kameras haben heute die Kollegen am Start und ja, freue mich auch darauf und dann bin ich mal ein paar Tage offline. Meine Kollegen machen natürlich weiter, Podcast läuft weiter, auf YouTube wird es Dinge geben, auf der Website wird es Dinge geben, die nächste Printausgabe steht kurz vor Druckabgabe, also Triathlon hängt ja nicht an mir. Ich wünsche euch einen schönen Sommer und melde mich bald zurück. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Und jetzt räume ich das Auto aus. Das ist immer das Nervige nach dem Sport. Aufräumen. Jo. Yes.